Eine Hochzeit ist ein Traum, der endlich wahr wird. Kalte Füße? Schleierriss. Das Ergebnis hunderter Entscheidungen, die alle perfekt miteinander harmonieren müssen. Und zwar alle zur gleichen Zeit. Deswegen wenden Sie sich an mich. Liebe liegt in der Luft. Sarah Blum am Apparat. Tom und ich haben uns letzten Mittwoch... Herzlichen Glückwunsch. Wir haben also 2 Wochen. Wir wollten fragen, ob das überhaupt möglich ist. Ich glaube fest daran, dass wir das schaffen. Wir wollen auf Toms Familienfarm heiraten in Williamstown, Massachusetts. Das ist meine Heimat, Williamstown. Aber was ist mit David? Ist das kein Problem, dass ihr mal ein Paar wart und verliebt? Nein. Wir waren jung. Kommst du klar wegen David? Ja, Dad, ich schaff das schon. Es ist nämlich so, er fragt jedes Mal nach dir, wenn ich ihn David, sehe. David, weißt du, hat dir keiner gesagt, dass es eine ziemlich prunkvolle Hochzeit wird? Und wenn schon, Tom möchte es einfacher. Ich bin Peyton Ellis. Du bist der Reporter, von dem Sarah mir erzählt hat. Dass das unser nächstes Feature im Magazine wird. Wir planen hier die Hochzeit des Jahrhunderts. Aber wird es nicht perfekt, könnte ich in der Was-lief-schief-Ecke landen. Die Hochzeit ist geplant. Ich bin nicht ausgerastet. Was machst du? Etwas, das ich schon von Anfang an hätte tun sollen. Gibt es da einen Platz, den du siehst, der einfach nur ganz besonders ist? Ah, da kenne ich einen Platz. Woher willst du wissen, ob was möglich ist, ohne es zu versuchen? Ah, du bist hier mit Peyton. David! David, vielleicht sollten wir es versuchen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das von damals alles, wozu wir bestimmt waren. Gib uns eine Chance. Nur der Gedanke, dich wieder zu verlieren, macht mir Angst. Wie wär's mit jetzt?